Ich war letzte Woche mit der Schule auf Klassenfahrt in Berlin und wir hatten eine unglaublich tolle Zeit und ich habe natürlich auch was mitgefilmt. Wir hatten gerade eine dreistündige Busfahrt-Sightseeing-Tour durch Berlin und jetzt sind wir gerade bei Dean & David was zum Mittagessen und in 10 Minuten gehen wir zum Fernsehturm und fahren dann nach oben. Am Abend sind wir dann noch spontan zum Brandenburger Tor gefahren und haben dort dann auch noch was gegessen. Das Restaurant war richtig süß und wir dachten auch, dass es viel teurer wäre, weil das Restaurant ja direkt neben dem Brandenburger Tor ist. Aber die Preise waren voll okay und es hat sehr, sehr gut geschmeckt. Wir sind gerade auf dem Weg zum Bus, denn wir fahren jetzt nach Potsdam und wir haben heute ganz viel vor. Und zwar gehen wir einmal zum Schloss Cäcilienhof, dann gehen wir an den See, an den Wannersee. Wannsee. Wannsee, meine ich. Und dann gehen wir noch einkaufen. Das Schloss fanden wir alle, ehrlich gesagt, ziemlich langweilig. Aber als wir dann in der Innenstadt in Potsdam waren, war es echt schön, weil wir da ein richtig süßes Café gefunden haben, wo wir uns dann alle Bowls geholt haben. Und danach sind wir noch zusammen mit dem Boot rübergefahren zum Wannsee und die Bootsfahrt war schon richtig schön und der Wannsee war noch schöner. Am Wannsee habe ich mich wie im Urlaub gefühlt und danach sind wir noch ins Theater gegangen. Da haben wir uns Kudamm 56, das Musical, angeschaut und es war richtig schön, also kann ich wirklich nur empfehlen. In der Früh waren wir bei Go Asia und haben ein paar Lebensmittel gekauft, auch wieder Geschenke für meine Familie. Und dann waren wir wieder bei Dean & David essen. Und nachdem wir dort essen waren, sind wir in den Dungeon gegangen und es war richtig cool. Das war so die perfekte Mischung zwischen gruselig und lustig. Und danach waren wir noch in Madame Tussauds. Am Abend habe ich mich dann noch spontan dazu entschieden, mit in den Wintergarten zu kommen. Es war so ein Varieté und es war eine richtig gute Entscheidung, weil es hat so viel Spaß gemacht. Die Künstler dort waren alle so talentiert und es war alles so luxuriös dort. Also das habe ich wirklich noch nie gesehen. Es war richtig, richtig cool und es war ein sehr schöner Abschluss für Berlin.